was bisher geschah. Und so geht's weiter. Hallo und wieder herzlich willkommen zum Let's Play von Dragon Age Inquisition. Und es geht weiter, mal ausnahmsweise wieder mit ein bisschen Labertasch Revolution, denn nachdem wir jetzt den Grauen Wächter getroffen haben, möchten auch unsere Mitglieder wieder ein bisschen mit uns quasseln. Seid ihr gerade beschäftigt? Ich kann später wiederkommen. Nein, ist schon gut. So fesselnd sind Rechnungen nun auch nicht. Ich hatte ohnehin vor, mit euch zu reden. Ich habe mich der Inquisition nie offiziell angeschlossen. Oh. Ich hab's nicht so mit dieser Jüngergeschichte. Ich bin Geschäftsmann. Ich bin noch nie irgendeinem Auserwählten gefolgt. Ich bin ja auch nicht auserwählt. Ich bin wie ihr. Seid einfach mein Freund. Macht einfach, was ich da überlegt euch das. Ich bin wie ihr. Ich brauche keinen Jünger. Was ich brauche, ist ein Freund. Wenn ihr wüsstet, wie einschüchtern ihr seid, würdet ihr das nicht einfach so sagen. Ich bin einschüchtern? Ihr wisst einfach nicht, was ihr für die Leute da draußen seid. Der Herold Andrastes ist als Symbol weit bedeutsamer als jeder einzelne von uns. Oh mein Gott. Kann nicht größer sein. Was bin ich für Sie? Was bin ich für euch? Was bin ich für Sie? Also schön, was genau bin ich für die Leute da draußen? Der Himmel öffnet sich, überall sind Dämonen. Die gemeinen Leute denken, das ist das Ende der Welt. Die einzige Hoffnung, die sie haben, seid ihr. Ihr seid das Zeichen, dass vielleicht jemand ihre Gebete erhört. Dass sie möglicherweise nicht völlig verlassen sind. Ihr habt gehört, wie die Menge nach dem Angriff auf Haven gesungen hat. Oh mein Gott, bitte singt jetzt nicht. Ich bekomme Kopfschmerzen. Ich bin immer noch ich. Egal, was ich für Thedas auch sein mag, ich bin überhaupt nichts Besonderes. Ihr seid also wie alle anderen. Ganz normal. Schön. Ich sollte wieder an die Arbeit gehen, sei denn, spielen wir eine Partie Sünden. Oh nein. Ja, der Sündenfall wird dann später noch ein Begriff werden. Was kann ich für euch tun? Was denkt ihr über die Inquisition? Wir haben eine ziemlich gut austarierte Organisation. Ich finde Diversifikation ja toll und so, aber haben wir auch die Stärke, ernsthafte Probleme zu bewältigen, wenn sie auftreten? Gut zu wissen. Na dann, zurück an die Arbeit. Yippie-yay. Und bei Solas. Was läuft er denn? Kaffee? Schwarz? Ist mit eurem Tee etwas nicht in Ordnung? Es ist Tee, ich hasse dieses Zeug. Nur leider muss ich heute Morgen meine Träume aus dem Kopf bekommen. Und ich muss euch vielleicht um einen Gefallen bitten. Natürlich. Ihr müsst nur ein Wort sagen. Eine meiner ältesten Freundinnen wurde von Magiern gefangen genommen und versklavt. Ich hörte ihren Hilferuf, als ich geschlafen habe. Okay, also ist es schon mal kein normaler Mensch, sondern eher ein Geist. Weil, wenn du es im Schlaf gehört hast, oder besuchst du heimlich noch mehr Leute, die schlafen? Du Pervi. Wir retten eure Freundin. Natürlich helfe ich euch. Was haben diese Magier getan, um eure Freundin gefangen zu nehmen? War es Blutmagie? Ein Beschwörungskreis, würde ich sagen. Wie bitte? Meine Freundin ist ein Geist der Weisheit. Und im Gegensatz zu jenen Geistern, die sich darum reißen, durch die Risse in unsere Welt zu kommen, hat sie sich im Nichts äußerst wohl gefühlt. Sie wurde gegen ihren Willen beschworen und braucht meine Hilfe, um ihre Freiheit wieder zu erlangen und ins Nichts zurückkehren zu können. Ich dachte, die Geister wollen in diese Welt kommen. Einige mit Sicherheit. Genau wie sich viele orlesianische Bauern wünschen, sie könnten eine Reise ins exotische Rivain unternehmen. Das bedeutet aber nicht, dass jeder nach Rivain will.
Meine Freundin ist eine Entdeckerin. Sie sucht nach verlorenem Wissen und reflektiert es. Sie würde mit Freuden philosophische Diskussionen mit euch führen, aber sie hätte keinerlei Interesse daran, körperlich hierher zu kommen. Habt ihr irgendeine Idee, was die Magier von eurer Freundin wollen? Nein. Sie weiß zwar vieles über Geschichte und Überlieferungen, aber das könnte ein Magier auch erfahren, indem er einfach im Nichts mit ihr spricht. Möglicherweise suchen sie nach Informationen, die sie nicht preisgeben will, und planen, sie zu foltern. WTF. Ich werde euch helfen. Also gut, lasst uns eure Freundin retten. Ich danke euch. Bevor ich aufgewacht bin, konnte ich spüren, wo sich meine Freundin befindet. Ich markiere den Ort auf unserer Karte. Schwupp, ist gleich mal hier über die Dings gelaufen. Das ist übrigens eine der persönlichen Quests von Solas. Und weiter geht's. Und bei Cullen. Hi Cullen. Ihr könnt grinsen, so viel ihr wollt. Diese Runde gewinne ich. Verspottet ihr mich etwa, Kommandant? Ich wusste gar nicht, dass das in euch steckt. Warum versuche ich überhaupt? Inquisitor. Ihr wollt gehen? Nicht heißt das, ich habe gewonnen? Bitte, meinetwegen müsst ihr nicht aufhören. Also gut, ihr seid am Zug. Ihr solltet euch einfach mit meinem unausweichlichen Sieg abfinden. Danach fühlt ihr euch gleich viel besser. Ach, tatsächlich. Ich habe nämlich gerade gewonnen. Und ich fühle mich hervorragend. Werdet jetzt nicht überheblich. Dann seid ihr nämlich unausstehlich. Ich sollte mich ebenfalls wieder meinen Aufgaben zuwenden. Es sei denn, ihr hättet vielleicht Lust auf ein Spiel. Okay, ich bin dabei. Baut schon auf, Kommandant. Dieses Spiel habe ich als Kind mit meiner Schwester gespielt. Sie hat immer so selbstgefällig gegrinst, wenn sie gewonnen hat. Was ständig der Fall war. Also habe ich wochenlang mit meinem Bruder geübt. Wie er grinsen kann, plötzlich. Ihr hättet ihren Gesichtsausdruck sehen sollen, als ich dann endlich gewonnen habe. Durch meine Aufgaben für die Templer und die Inquisition habe ich sie seit Jahren nicht mehr gesehen. Ich frage mich, ob sie immer noch spielt. Warum schreibst du ihr nicht einfach? Ihr habt Geschwister? Zwei Schwestern und einen Bruder. Wo sind sie jetzt? Sie sind nach der Verderbnis nach Südhang gezogen. Ich schreibe ihnen nicht so oft, wie ich eigentlich sollte. Ich bin dran. Okay. Schummeln, ihn gewinnen lassen, fair spielen. Ihn gewinnen lassen ist ja wohl lame. Ich werde fair spielen, so. Na schön, dann zeigt mal, was ihr könnt. Eben, ich war im Zirkel der Magie eingesperrt. Da habe ich bestimmt gut von diesem, was auch immer, Schach-Dings spielen können. Glaube, wir haben noch nie so viel Zeit miteinander verbracht, ohne über die Inquisition zu reden. Oder etwas, das mit ihr zusammenhängt. Na, Gott sei Dank. Um ehrlich zu sein, bin ich froh über die Ablenkung. Das sollten wir öfter tun. Wir sollten mehr Zeit miteinander verbringen. Das würde mich freuen. Mich auch. Das sagtet ihr bereits. Wir sollten unser Spiel zu Ende bringen. Ich bin dran, oder? Jetzt ist er so verpeilt, dass er bestimmt verliert. Ich schätze, ihr habt gewonnen. Gut gespielt. Wir sollten das irgendwann mal wiederholen. Okay, kein Thema, Kallen. Gucken, ob er noch was zu sagen hat. Inquisitor. Oh. Eine Liebesbeziehung mit Kallen beginnen, OMG. Okay. Ich dachte, wir könnten uns vielleicht unterhalten. Allein. The best scene allein. Ever. Ich meine, natürlich. Allein, wie unbeholfen er ist. Was für ein schöner Tag. Wie bitte? Was für... Ihr wolltet doch über irgendetwas mit mir sprechen. Cullen, ich empfinde etwas für euch und... Was ist denn? Ihr habt die Templer verlassen, aber seid ihr fähig, einer Magierin zu vertrauen?
Könnt ihr überhaupt irgendetwas anderes in mir sehen? Ja, das kann ich. Ich meine, ich sehe viel mehr in euch. Und ich habe darüber nachgedacht, was ich in so einer Situation sagen würde. Und was hält euch zurück? Ihr seid der Inquisitor. Wir befinden uns im Krieg und ihr... Ich dachte nicht, dass es möglich wäre. Und trotzdem bin ich noch hier. Das seid ihr. So unglaublich es auch ist. Aber ich will... Kommandant! Oh. Jetzt gibt's Prügel. Ihr wolltet eine Abschrift von Lilianas Bericht. Was? Schwester Lilianas Bericht. Er sollte euch unverzüglich gebracht werden. Außerdem, weil es noch geleckt hat, gibt's auch Prügel. Ich würde, wenn ich du wäre, abhauen. Sehr Spion. Oder in euer Büro. Natürlich. Falls ihr euch... Entschuldigt. Das war... wirklich nett. Süß. Ihr bereut es doch nicht, oder? Nein. Nein. Ganz und gar nicht. Oh. Kalibali. Wenn es jetzt nicht lecken würde die ganze Zeit, wäre ich dann noch ein Ticken happier darüber. So. Wen besuchen wir denn als nächstes? Wie konnte ein Ort wie dieser nur in Vergessenheit geraten? Tja, gute Frage. Mal gucken, ob er noch was zu sagen hat. Was kann ich für euch tun? Ach ja, jetzt habt ihr übrigens die Möglichkeit hier, boom, oder halt dann die Beziehung zu beenden. Für die weiblichen Zuschauer. Für euch. Jederzeit. Ah. Der Kommandant der Inquisition und Andrastes Herold. Das dürfte für reichlich Gesprächsstoff sorgen. Ah. Ihr glaubt gar nicht, wie schnell sich Klatsch in den Kasernen verbreitet. Stört euch das? Ich würde es vorziehen, wenn meine, unsere Privatangelegenheiten auch privat blieben. Aber ich würde es noch mehr bedauern, wenn es überhaupt nichts gäbe, worüber die Leute reden könnten. Das stimmt. Ihr wisst, dass ich adlig bin. Als ihr mich auf den Wehrgängen geküsst habt, wie lange wolltet ihr das schon tun? Länger, als ich zugeben sollte. Ihr habt nicht sonderlich viel Geduld mit dem Adel. Ich bin froh, dass euch mein Titel nicht abgeschreckt hat. Ich hatte nicht bedacht. Ich besitze außerhalb der Inquisition keinen Titel. Ich hoffe, das ist kein... Ich meine, stört euch das? Nope. Und wenn es meine Familie stört, haben sie ein Problem mit mir, weil dann trete ich ihnen in den Arsch. Also von daher, nope, kein Problem. Nein. Wenn ihr etwas für mich empfindet, ist das alles, was zählt. Ich wollte euch nicht in Verlegenheit bringen. Ich bin in dem hier nicht sonderlich gut, oder? Falls ich unsicher wirke, liegt das nur daran, dass es lange her ist, seit ich irgendjemanden in meinem Leben wollte. Ich hatte nicht erwartet, dieses Gefühl hier zu finden. Oder euch. Denkt ihr, ihr könntet euch vielleicht kurz wegstehlen? Ich glaube schon. Wartet ihr kurz? Ja, das musste jetzt sein. Das ist jetzt für meine weiblichen Zuschauer, auch wenn die männlichen Zuschauer gerade, ich kann sie schon förmlich hören im Hintergrund, machen. Musste das jetzt sein. So. Und weiter geht's zum nächsten. Und damit meine ich zum Reden und nicht zum Knutschen oder so. Mal gucken, ob Blackwell auch was zu sagen hat. Ich bin hier. Oh nein, okay. Tschüss. Nichts im Moment. Und weiter Vielleicht geht's. Später. Mein Rundgang. So, und jetzt gucken wir mal, ob uns der Iron Bull auch noch was zu sagen hat.
Ihr leistet gute Arbeit, Boss. Mir gefällt, wie sich diese Inquisition entwickelt. Lasst uns doch einfach mal einen trinken, wenn ihr etwas Zeit habt. Dann stelle ich euch die Sturmbullen vor. Ihr wolltet etwas trinken? Ihr meintet doch, wir sollten mal einen trinken und uns mit euren... Mal wieder. Richtig. Na kommt, das wird lustig. Das wird nur ein einziges Saufgelage. Aber hey, naja, was soll's. Ah, gut. Creme kenne ich schon. Wir trinken also nicht allein. Das sind also die Sturmbullen. Wie geht's dir, Creme de la Creme? Euer Gnaden, ich bin ja so froh, dass er jemanden gefunden hat, der diesen Witz noch nicht kennt. Hört ihr jeder mit auf? Creme ist nicht so übel. Wie soll ich euch nennen? Bevorzugt ihr Creme oder Cremesius? Creme spricht sich schneller. Außerdem bleiben die Spitznamen unseres Häuptlings ohnehin meist hängen. Hey, als ich noch klein war, war mein Name einfach nur eine Zahlenreihe. Unter dem Kuhn geben wir uns alle Spitznamen. Und trägt unter dem Kuhn auch irgendjemand ein Hemd, Häuptling? Oder binden sich da alle einfach nur die Brüste ab? Das ist ein Harnisch, Creme. Ja, für deine zarten Männerbrüste. Sag mir Bescheid, wenn du Hilfe beim Abbinden brauchst. Das sieht alles noch ein wenig üppig aus. Ja, Creme ist nämlich eigentlich eine Frau. Der sich allerdings im falschen Körper fühlt. Ihr müsst euch nicht als Mann ausgeben, um ein Söldner zu sein. Ich gebe mich als gar nichts aus. In Kunanda wäre Creme an Akunas Lok. So nennen wir jemanden, der als Frau geboren wird, aber als Mann lebt. Und die Kunari behandeln diese Ekun-Leute nicht anders als echte Männer? Sie sind echte Männer, genau wie du. Das hat er schön gesagt. Vielleicht ist dein Volk ja doch nicht so übel. Da muss ich dich enttäuschen, Creme. Hinter ihrem Rücken machen wir uns trotzdem über sie lustig. Ha, wie auch immer. Hier ist der Rest der Sturmbullen oder das, was von ihnen übrig ist. Die meisten sind auf der Suche nach stärkeren Getränken. Da hätten wir Brecher und Sense. Und da drüben sind Flicker, Dalish, Dalish. Und Grimm. Sie sind ein Haufen verrückter Arschlöcher. Ach, Grimm, den ich gecosplayt habe. Aber sie sind meine Leute. Ich erinnere mich noch. Wurdet ihr an der Oberfläche geboren oder stammt ihr aus Orsama? Aus Orsama. Aber ich wurde verbannt, wegen dieser beschissenen Adligen. Außerdem habe ich versehentlich einen Teil der Halle der Bewahrung gesprengt. Okay. Brecher ist einer unserer besten Pioniere. Er reißt feindliche Befestigungen schneller ein als ein Golem. Ich arbeite außerdem an meiner eigenen Formel für das Schwarzpulver der Kunari. Sie ist fast fertig. Oh, oh. Nicht wirklich. Und bitte nicht in meinem Schloss probieren damit, ja? Warum seid ihr nicht bei eurem Clan? Unsere Hüterin war der Meinung, ich müsse etwas von der Welt sehen. Es gibt bei den Dalish keine Templer. Deshalb dürfen in einem Clan nie zu viele Magier gleichzeitig sein. Hey, du weißt ganz genau, dass ich keine Magierin bin. Dann wäre ich ja eine Abtrünnige. Du hast einen Stab, Dalish. Das ist ein Bogen. Ein Bogen mit einem riesigen leuchtenden Kristall an der Spitze? Ja, er hilft beim Zielen. Das ist ein alter Elfentrick. Das verstehst du nicht. Flicker als Heiler. Ich nehme an, ihr seid der Heiler der Gruppe, richtig? Ja. Das erste Mal, dass ich ein Schwert in die Hand nahm, war während der Verderbnis in Ferelden. Anschließend habe ich es nie wieder abgelegt. Er macht einen Trank, der einen selbst nach dem härtesten Kampf sofort wieder auf die Beine bringt. Er schmeckt allerdings grauenhaft. Das liegt daran, dass es Salbe für einen Wundumschlag ist. Sie ist nicht dafür gedacht, dass man sie trinkt. Das stört den Adam wohl nicht. Also, wie seid ihr zu den Sturmbullen gekommen? Hab ein paar Leute getötet. Sense war nicht sonderlich erfreut darüber, dass ein paar Adlige ihre neuen Schwerter an den Elfen in ihrem Gesindeviertel ausprobiert haben. Ja, das verstehe ich. Der Bulle hat mich aufgenommen. Jetzt werde ich dafür bezahlt, Shams zu töten. Für ihre Verhältnisse benimmt sie sich gerade richtig gut. Sie markiert weder ihr Territorium noch sonst irgendwas. Ja, ich verstehe, dass manche Elfen dann Hass auf Menschen haben, aber ich gar nichts dafür. Ich bin immer für die Elfen. Grimm, richtig? Grimm redet nicht besonders viel. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er der verschollene König irgendeines kleinen Landes ist. Oder ein Häuptling.
Irgendwas in der Art. Ich habe ihn erfolgreich gecosplayt. Ich bin beeindruckt. Eure Truppe ist ziemlich beeindruckend, Bulle. Ja, wir sind nicht übel. Als wie man eine Sturm brüllen, sonst ist so nicht geschehen. Im Kampf und der Taverne sind die Letzten, die noch stehen. Auf jede große Blutgeschlacht erheben wir das Glas. Und schert nicht, was der Morgen bringt, auf unser Name ist Verlass. Danke, dass ihr hergekommen seid. So konntet ihr auch mal einige von meinen Leuten kennenlernen. Tja, die anscheinend einen Musicalplan, das da heißt, Yippie-Yay. Wir sind die Sturmbrüllen. Ja, ihr wisst schon. Lästert ihr jetzt gerade darüber, dass ich mit keinem rumgeschmusit habe? Ich hoffe, ich kann irgendwie helfen. Dreh dich ihn nämlich in den Nüsi. Soll ich vielleicht irgendwas putzen? Wer bist du denn? Oh, Inquisitor. Ich arbeite für euch. Sutherland, euer Gnaden. Aha. Ich sah einige Banditen, also wollte ich die Leute warnen. Ich rede mit euren Kriegern und dann halte ich mich im Hintergrund. Ja, du kannst auch gerne mitmachen, wenn du willst. Ich muss noch Sarah besuchen. Schrägstrich oder Cole. Ja, Bauer. Ich hoffe, das bleibt nicht an mir hängen. Na doch, tut's. Du bist schuld. Hey, ich hatte da so eine Inquisitor-Sache für euch. Oh nein. Ist echt kein großes Ding. Nur ein kleiner Spaziergang für einige eurer Leute. Das ist ein Klacks für euch, oder? Ich höre. Also schön. Was habt ihr auf dem Herzen? Ihr kommt gleich zur Sache, was? Das gefällt mir. Ach. Das Ganze ist so ein rote Jenny-Ding. Ich habe erfahren, dass ein paar Adlige um Verschiel kämpfen. Gebietsstreitigkeiten und so. Skandal. Und die Zeche bezahlen die kleinen Leute. Deshalb müsst ihr an euren großen Tisch gehen und ein paar Leute in der Stadt aufmarschieren lassen. Nur aufmarschieren? Nur aufmarschieren. Ein Kinderspiel, oder? Okay. Also schön, Sarah. Ich lasse jemanden nach dem Rechten sehen. Das ist gut, was? Wichtig zu sein, ohne etwas zu tun. Naja, jedenfalls nicht viel. Es geht nicht immer nur um Löcher im Himmel und irgendwelche uralten Arschlöcher. Jede Kleinigkeit macht irgendwo einen Unterschied. Tja, was uns noch so erwartet, vielleicht wenn wir im nächsten Part noch mit dem Rest der Truppe reden, das ist ja auch immer wichtig, sehen wir dann. Über einen Daumen nach oben würde ich mich wieder sehr freuen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!